Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge Factorio Hyskyria mit mir, eure Myria und mit Hiski LP in einer Streamaufnahme. Guten Tag, willkommen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Brötchen mitgebracht. Genau. Oder so ähnlich, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie ihr möchtet. Ich habe gerade gesehen, wir verbrauchen drei. Die verbrauchen drei pro Sekunde. Eins pro Sekunde, das heißt, ich brauche drei pro Sekunde. Das heißt, ich habe mich hier leicht verbaut, das heißt, ich muss hier ein bisschen mehr hinpflanzen. Was aber an sich nicht schlimm ist, da ich das alles hier ein bisschen einfach nur erweitern muss. Ja, ne, das war alles. Mehr wollte ich nicht sagen. Das war's mit der Folge. Tschüss. Ja, genau. Mach dir Zuschauern Angst, indem du dich frühzeitig verabschiedest. Weißt du, wie oft ich das mache? Die kennen es doch nicht anders. Ja, das glaube ich. Du traust mir sowas echt zu, Alter. Ja, sicher doch. Ja, sicher. Schließlich reden wir nicht von irgendwem, sondern wir reden hier von Hiski, dem Original. Oh. Hiskis Original. Jetzt neu mit KI-Geschmack. KI-Geschmack? Ja. Nein, ich weiß nicht, wonach das schmeckt. Bevor du fragst. Ich wollte gerade schon fragen, wonach könnte Hiski schmecken, liebe Zuschauer? Ihr könnt gerne mutmaßen. Teilt es in die Kommentare mit. Nein, lass das bitte gut sein. Dankeschön. Das könnte sehr gut in ein Format rutschen, das nicht gerade frei von gewissen Dingen ist. Nicht frei von Paraben oder was? Ich halte mich jetzt raus. Ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt. Ich habe zwar keinen Anwalt, ne, deswegen werde ich nie wieder was sagen können in der Hinsicht, aber ne, darum geht's ja nicht. Komisch, ich habe doch unterirdische Fließbänder gebaut. Wo sind die denn alle geblieben? Ja, das frage ich mich auch immer wieder. Und warum habe ich schon wieder eine gerade Anzahl an Fließbändern? Ach da. Oh, ich weiß, wo die geblieben sind. Meine Freunde haben die schon wieder alle geklaut. Deine Freundin? Meine Freunde. Ich habe keine Freundin. Ich dachte, die zwei Roboter sind deine Freundinnen. Ja, eine Freundin? Hallo? Habe ich so nötig? Du hast zwei? Ich habe auch zwei, ne? Ja, eben schon. Ja, hast auch wieder recht. Aber die haben trotzdem männliche Namen. Aber dann sind wir ja schwul. Also meine, ne, sind neutral. Neutral. Neutral weiblich. Aha. Wieso stellst du nichts her? Ach so, weil das fließt man das voll. Weil das anderes muss ich mal zwischendurch herstellen, und zwar ein bisschen Munition für die richtigen Knarren jetzt. Was noch ein bisschen fehlt ab und zu ist Verkabelung, aber das wird jetzt alles hergestellt. Genau, zwei Verkabelung kommt da raus. Habe ich noch Kabel? Das heißt, ich glaube, ich stelle sogar zu viel Kabel her, aber irgendwie. Das ist doch. Okay, ich glaube, anscheinend doch irgendwas richtig gerechnet. Wir brauchen 1 pro Sekunde. Ich stelle jetzt 2 alle 3 Sekunden her. Also 6 alle 3 Sekunden. Also doch, oder ja, doch 2 pro Sekunde. Ja, richtig. Von daher sollte das alles so passen. Wir sollten dauerhaft laufen. Immer wieder. Sonntags. Das heißt, immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Wieso hast du keine Elektronik? Achso, es werden keine Elektronikblöcke hergestellt, weil rote Schaltkreise fehlen. Rote Schaltkreise fehlen, weil ich die Strecke erstmal hier lang laufen muss. Weil zu wenige ankommen. Ja klar. Logisch. Es kommt zu wenige an, keine Ahnung, weil wir das nicht sehen. Radar. Da, Eisenstange. Radau. Wo ist das hier? Das kann weg. Kann alles hier eigentlich weg? Glaube ich zumindest. Oh mein Gott, okay.
Ja, Strom. Ein bisschen umlegen, ist in Ordnung. Das hier unten ist auch nur für eine Maschinerie, die Elektronik auch absolut nichts mehr zu tun hat. Das kann auch alles weg. So, ich stelle mal Munition her. Kann alles weg, außer die Maschinerie hier oben, ne? Ja, tatsächlich. Okay. Noch ein bisschen groß aufräumen machen von der Maschinerie, die hier unten mittlerweile komplett unnötig ist. Oder speichern voll. Aber wirklich komplett unnötig geworden ist. Was ist unnötig geworden? Maschinerie hier. Ach so. Heißt. Zack. Wo geht das hin? Das. Ja, das ist Strom hier oben. Genau, ihr braucht den Strom, aber das alles kann weg. Und das hier muss dann anders angelegt werden. Genau, das wird weiter so bleiben. Jetzt könnte ich hier auch sagen, mach mal das so. Und hier einfach ein bisschen weiter unten. So. Hier dann dahin. Dahin. Tja, Wartespielchen wieder. Hehe. Ist ja nichts Neues. Nö. Weg. Nein, Gott. Weg, 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 weg. Dahin. Dahin. Einmal abbinden. Darauf, genau. Jetzt haben wir es. Mechanische Teile. Kannst du gerne aus meinem Inventar nehmen. Ja, sehr gut. Eisenrostträger, Baurahmen, mechanischer Block 1. Ich habe 201 mechanische Teile. Ja, ich suche die gerade raus. Das Papier bräuchte ich ja noch immer. Auch wichtig. Alles klar, habe ich rausgenommen, danke. Bitteschön. Und die brauchten ja auch noch bald das Papier, genau. Da ist hier nochmal eine. Zwei. Die brauchten. Ach, die brauchten auch das. Oh. Oh, 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 oh. Ja, gut. Dann. Sieht da noch was hin. Fisch? Was ist das denn? Der am wenigsten tödliche Fisch auf diesem fremden Planeten. Okay. Okay, ja. Muss ich dir auch nicht, dass ich den habe. Hm. Aber auch nur 40. Ja. Von dem her. Echt krass, dass der faktorianische Fisch einfach am meisten heilt. Noch. Noch. Ja, richtig. Wir werden auch Sachen kriegen, die halt die mehr heilen. Ja, bis wir da ankommen. Ach, wie gesagt, ne? Fleischerei und so alles gibt's ja auch alles. Es gibt so viel? Das ist Wahnsinn. Oh.
So, die werden weiterhin hergestellt. Notfalls gibt es auch eine Ablagerung. Ableitung, wie auch immer. Ich weiß nur nicht, ob die Masse reicht. Das wird sich zeigen. Yep. So, und ihr... Oh Gott. Ihr werdet mal kurz befüllt. Ah, okay, hat ihm so. Nicht alle. Aber einige. Die verfehlen die Elektronikblöcke. Das ist echt optisch besser. Zinnerz, Siliziumerz. Was für ein Ding? Zinnerz und Siliziumerz. Ah, ja. Damit musst du mit Siliziumerz musst du halt dem erstmal genau ablagern. Silizium muss ich ablagern, ja, auf jeden Fall. Wieso fehlen jetzt? Achso, das sind die anderen, ja. Wieso fehlen jetzt? So, oh Gott. Also, ja. Eigene Dummheit. So passt das, ja. Aber warum wollte ich, dass das nur auf der Seite ist? Was habe ich mir dabei gedacht? Will ich das wissen? Nee, ich auch nicht, gut. Das ist hier komplett irrelevant, ist, auf welcher Seite das ist. So, die Forschung geht auf jeden Fall jetzt davon weiter. Basic Stacking, das ist eine Sache, die wir absolut noch nicht, gar nicht brauchen. Wir brauchen keine Komprimierung. Also wir könnten ja elektrische Erzfütterer 2 herstellen, also nur erforschen, aber brauchen wir das jetzt? Nein. Erzfütterer 2 brauchen wir aktuell noch nicht, nein, aber die Montagemaschine 2 wäre nicht von schlechten Eltern. Ja. Automatisierung 2 meinst du? Genau. Ja, Flüssigkeitsbox, mechanischer Block, oh Gott, ja. Aber jetzt auch nicht so dringend. Empfinde ich. Hm. Was sind überhaupt? Naja, die Maschinen sind lahm, ne? Ja, aber ne, kann man immer noch, kann man relativ gut benutzen. Jetzt nicht so, dass es jetzt so extremst dringend wäre. So, werden jetzt überhaupt hellblaue Sachen müssen jetzt hergestellt werden, oder? Ich bin unsicher hier. Forschung könnte theoretisch ja so weitergehen, die Optik. Weißt du, wie oft wir schon Optik angeklickt haben und nie zu Ende geforscht? Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, aber jetzt kommt es endlich dahin. Wie viele blaue haben wir denn überhaupt? Ja, geht so. Yay, Lampen können gebaut werden. Nein, noch nicht. War jetzt die, Baublöcke 2, also jetzt können wir die Mauern und so alles bauen. Ah, ich sehe, es ist gerade Optik. Ja, wieder umgeschaltet. Aber ja, jetzt können wir auch die dickere Mauern. Auf die bessere Stromanlage auch gehen. Ja, könnten wir. Die Idee ist gar nicht mal so verkehrt. Und dann halt eben auf das Holz. Ja, Biofarm, endlich! Ich weiß nicht, wir brauchen immer noch Glas. Dafür ist Silizium wichtig. Weil das weiß ich aus Industrial Revolution 2. Dafür wird Silizium gebraucht, weil das Silizium wird Glas hergestellt. 3 Glas aus Silizium. In 10,5 Sekunden. Also ist ein bisschen. Deswegen, ne? Siliziumerz können wir gerne schon dafür benutzen. Ist kein Thema. Richtig, richtig, richtig. So, ich mache was anderes weiter. Und zwar. Oh Gott, aber noch rutschen die Reiter weg. Logistik.
Warte mal. Zinnplatten. Ja, Zinnplatten und mechanische Teile. Also das Zinn könnten wir demnächst auch für was anderes benutzen. Für die Fließbänder Stufe 2. Obwohl Orange wir gar nicht. Nee, Orange Forschung haben wir noch gar nicht. Das können wir vergessen erstmal. Theoretisch. Ja, das ist faul. Ich bin. Nee, hab ich nicht. Bäh. Könnten das reinpacken. Das könnten wir auch die Elektronikmontagemaschinen machen. Die sind etwas kleiner. Die sind 2x2 groß und auch für Elektronikteile eher nützlich. Aber die sind ziemlich schnell. Die sind doppelt so schnell. Das muss man dann auch immer mit einberechnen. Deswegen mag ich lieber mit eher den größeren zu arbeiten, wenn alle gleich schnell arbeiten. Ja. Wie viel Strom verbrauchen die? 103. Und die würden verbrauchen 100. Okay, die sind. Wie schnell? Ja, gut, komm. Packen wir die in die Liste rein, ich bin mir unsicher. Wir könnten uns auch langsam darum kümmern. Gereinigtes Wasser. Wow. Sauerstoff und Wasser. Ja gut, das bringt ja nichts. Bringt auch noch absolut nichts. Mineralisiertes Wasser. Zerkleintes Stein. Ich mach Pflanzenbau. Bestimmt Saatextraktor würde ich mal bauen. Hatte ich den nicht schon? Ich habe noch 3. Gut. Weil irgendwo müssen. Hast. Ich guck mal gleich in der Inventar, ob du irgendwo Saat hast. Lampe Typ Crawler. Was ist das für eine? Ein Zug. Crawler ist ein Zug? Ja. Zack. Nichts davon, habe ich nichts davon. Ich auch nichts davon. Öffne mal dein Inventar. Hast du irgendwelche Pflanzen? Nein, hast du nicht. Hier unten irgendwelche Pflanzen in die Kisten. Nicht da drin. Und Wüstengarten haben wir immerhin. Ja, stimmt. Ja, wir brauchen mehr. Weil die Chance ist, dass wir zu 40% 40% 5 Binafransamen rauskriegen, 30% Prime Dedalio Delio und irgendwelche anderen Sachen, ne? Irgendwelche anderen Dinge, genau. Und wir brauchen halt eben die Sachen, um später halt eben die Holzproduktionssaale. Ne, nicht Holzproduktion. Auch irgendwelche Sachen. Ganz, ganz komplizierte Sachen. Ganz, ganz große Maschinerie nochmal. Holy shit. Genau. Sehr lustig. Nein, kein bisschen. Ich weiß ganz genau, was auch darauf zukommt. Deswegen, nein, das ist nicht lustig? Nein, überhaupt nicht lustig. Und es dauert 5 Minuten, die Saat zu extrahieren. Holy shit. 300 Sekunden. Oh. Genau, Heizkessel, wenn erforscht. Was war das mal? Das war die grüne Forschung. Da hatte ich nicht jetzt. Ich habe alles ausgelagert, was ich drin hatte. Aber wir haben. Das ist einiges an Forschung da drin. Alles außer orange Forschung könnte theoretisch erforscht werden. Wird denn nur massiv? Ja, ich muss mich massiv bei dem um. Oh, also deine Erstverarbeitungsanlage sieht auch witzig auch aus. Das ist auch was Interessantes. Du kümmerst dich hier oben dann demnächst um Lötmittel, ne? Ja. Ich werde mich dann unten um Algenfarm und die. Sag schon. Oh. Kohle ist alle von denen gegangen. Oh, roten Schaltkreise wieder kümmern. Eigenfarm, Papier, rote Schaltkreise etc. War das nicht. Stimmt. Stimmt, man konnte einfach auf den Erz Q drücken und dann hat man automatisch
die Bauplase für die S-Förder rausgeholt und so. Das war ja auch schon cool. Was genau meinst du jetzt? Wenn du Kuh auf Bobmonion zum Beispiel machst, hier beim Bobmonion Erz, da wo ich bin. Ja. Ne? Dann, dann holst du den Erzförderer in deiner Hand. Ach so, das weiß ich schon immer. Nee, nee, ich habe mich gerade einfach nur daran wieder erinnert. Wieso steht. Ach, ihr seid so. Nee, das ist so viel. Es wird nur 1 pro Sekunde hergestellt. Warum ist das? Warum sind die Dinger hier voll? Nee, der war nicht voll. Hä? Ah, habe ich hier meine Sachen da drin abgelagert, die Papiersachen, die ich im Inventar hatte, anscheinend. Mal gucken, dass die Dinger hier voll sind. Gut, aber ich würde sagen, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns dann hier in der nächsten. Erstmal, ne, schaut bei Illyria vorbei oder bei BSG. Wir sind in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder, wenn ich hier anfange, das alles zu vermehren, auszubauen etc. Bis dann. Cheerio. Auch ich verabschiede mich von euch, liebe Zuschauer. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, genau wie wir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.